Hey Leute, was geht? Da sogar wieder hier zu einer neuen Folge Minecraft Attack 5 mit Zig. Ja, hallo. Und ja, wir haben was vor, und zwar, also ich mache jetzt einen automatischen Brauer und da machen wir das Feld weg. Und unser Feld wird quasi umgesetzt, das wird dann hier hinten gebaut, da hinten. Genau, ich komme mal zu dir. Genau, da hinten, da ist schon Zig die Vogelscheuche. Ja, kann und ich gleich auch noch mal genauer zeigen. Ich muss auch noch hier das Zeug wegbringen, das habe ich gerade noch alles dabei. Und ja, hier ist dann quasi diese Braumaschine so geplant. Und das wird auf jeden Fall interessant. Die übrigens auch aufs Auge passt. No, die passt genau hier rein, das ist übelst geil. Weil, ja, Dauerzocker hat ja sein Buch und da ist das halt alles beschrieben. So ein Redstone-Buch für Idioten. Nee, also es ist nicht schlecht, schaue ich mal zum Geburtstag geschenkt. Naja, und dann haben wir jetzt halt hier auch ein bisschen ausgebaut noch. Das heißt, ja, hier dieser Boden ist jetzt endlich mal anders geworden aus Cobblestone. Und ich habe hier sogar auch mal unter der Hecke quasi alles ausgetauscht zu solcher groben Erde. Ist auch ganz interessant, da hat man dann diesen Effekt, dass es quasi das Gras weggemacht hat so. Und auch ja, wenn man es nicht wirklich sieht. Dann haben wir uns einen Villager gezüchtet, genau. Der ist auch noch hier drin, glaube. Ich weiß gar nicht wo. Ich glaube, der ist schon wieder weg, aber das war eh nur so ein grüner, den man Hier ist er. Ach ja, genau. Den kann man eh nicht gebrauchen. Ey, nicht hauen hier. Da kann man vielleicht noch eine Zucht aufbauen. Genau, und ja, dann gehe ich jetzt erstmal rüber und sortiere die Sachen ein. Ich habe dann hier noch ein paar Details gemacht. Den Berg zum Beispiel aufgeschüttet und... Okay, dann fangen wir mal an. Hinten lege eine 9x10 Blöcke große Fläche an. 9x10 Hammer. Platziere eine Reihe von Soldaten. Okay. Ganz hinten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir müssen uns wegen dem Fenster... Also das Fenster kann weg eigentlich. Wie auf der anderen Seite dann. Da passt das eigentlich ganz gut. Ja, also die Fenster müssen jetzt leider alle weichen. Ist ein bisschen schade. Und naja, ich mache jetzt hier gerade mal das Feld noch. Und hier sehen wir auch nochmal die Vogelscheuchen. Also einmal mich halt. Dann noch so ein deppender Armor-Stand, der irgendwie das aber falsch hält. Und ja, hier ist noch so eine neue Laterne. Und hier ist jetzt auch so ein neuer Eingang. Und ich habe hier mal den Berg angeglichen, damit das hier alles schön gerade ist und so. Und habe hier nochmal Bäume angepflanzt, damit das auch besser aussieht. Und so langsam nimmt es Form an, muss ich sagen. Und ja, das Portal, das war halt hier in der letzten Folge gemacht, genau. Und ja, dann gucken wir mal hier. So. Ich muss dann hier als erstmal halt ein bisschen ausbauen und so. Und brauche auch nochmal Gras. So. Weil ich mich schon wieder verbaut habe die ganze Zeit. So, zack. Das kommt weg. Dafür das. Ah ja, stimmt. Ah nee, jetzt habe ich das einfach mit einer Hacke bearbeitet, ey. Ich bin ja auch blöd. Ja, es ist mal wieder spät. So. Ah ne, das ist grobe Erde. Da brauche ich die hier. So. Ich habe hier auch nochmal ein bisschen Erde abgetragen, so im Allgemeinen, damit das eben ja endlich mal hier vorangeht. Okay. Der Winter geht mir auf den Nerv. Oh, ey, schon wieder. Keine Ahnung. Oh, ey, vor allem meine Maus, gell? Die spinnt so rum, ich kann nichts machen. Also das Mausrad. Es war damals ein Hexit erst und jetzt schon wieder. Es geht echt gar nicht. So, endlich mal nicht verbaut, ey. Das ist ja hier schon eine Seltenheit. So. Genau. Vielleicht gucke ich dann auch nochmal zur Burg oder so. Oder ich wollte auch eine Chicken Farm bauen. Eigentlich noch.
Also eine automatische, weil, keine Ahnung, das bietet sich einfach da hinten gut an, wo die Hühner sind, und ja, das würde ich dann mal als nächstes in Angriff nehmen. Okay, Okay. Ja, da brauche ich wieder mehr Holz hier. Oh Mann, hä? Ah, hier, ah, stimmt, hier muss ich ja noch Erde hinmachen, okay. ey, da trägt Villager, der. Ja, wir bräuchten echt mal einen besseren und vor allem einen besseren Ort dafür. Da müssten wir halt so ein Dorf anfangen. So ein extra Dorf aufbauen für die mit so Türen, dass man die gleich farmen kann. Müssen wir mal schauen. Weil wir haben zurzeit auch halt Platzprobleme, wir wissen manchmal gar nicht, wo wir es hinbauen sollen. Genau wie zum Beispiel jetzt hier mit den automatischen. Na, das haben wir gerade so quasi noch hingekriegt. Weil wir ja auch noch neue Spieler aufnehmen wollen und ja, die wollen natürlich auch noch irgendwo bauen und deswegen haben wir hier hinten eben die Fläche noch freigelassen. Echt, die wollen irgendwie bauen? Na? Dann haben sie Pech gehabt. Der Platz wird da. Nee, die müssen. Die gehen vor. Die bringen Müssen mal nicht, tun wieder sie gar Schwung nicht. ins Projekt hier. So. Dann brauche ich Müssen. das. Jetzt hau ab, du Dreck-Villager. Na, macht er bestimmt, wenn du es ihm sagst. Schon was. Sind halt sehr eigennützig oder ist eigensinnig. Ja, da hast du recht. Es geht gar nicht mit denen. So, kann ich das so machen? Das Thumbnail. Oder ist das verboten? Das klingt. Na, das passt doch, würde ich sagen. Als wäre richtig was passiert. Und ja, ich guck mal zu deiner Braufarm, wie weit du bist. Redstone-Experte. Und Das war ja. dein Bester. Na. Ah, ich habe die Klinge übrigens ja einen runter gemacht, damit man hier die Hecke ordentlich platzieren kann. Und wir haben jetzt Lamas im Kuhstall. Ich meine, wer hat's nicht zu Hause, ne? Na. Vor allem den Kuhstall allgemein. Und natürlich Lamas ja hinter den Heuballen, ne? In artgerechter Haltung. Das muss ja auch sein. Schick, wolltest du das nicht zeigen? Doch, ich Jetzt muss es zeigen, weil diese Sünde muss einfach aufgedeckt werden, ja? Es geht also nicht weiter hier. so zum Thema Geheimnis ist also. So. Okay, sieht ja schon mal vielversprechend aus. Na, ich bin bei der letzten Seite. Na, ich hab das mal mit, oder bei Spark auch gesehen, hat man ein Tutorial gemacht. Und ja. Aber was machen wir jetzt hier mit dem Holz? Das sieht jetzt blöd aus hier unten. Weißt du da? Ach, keine Ahnung, du bist der Typ, der sich darum kümmert. Wie muss das? Okay, na, ich werde dann hier einen guten Untergrund noch nehmen. Das gucke ich mir dann an, wenn du fertig bist, ne? So, und hier die Stadtmitte, ey, da müssen wir auch noch was machen. Das ist so hässlich bisher. Vielleicht kann hier noch so ein Brunnen hin. Ja, das wäre doch eine Idee. So, zack. Da hole ich mir noch mal einen Eimer. Und hier müsste halt auch noch mal ein bisschen ausgebaut werden. Ja, da könnte doch ein Geländer hin. Oder? Dass es hier so nach unten halt wieder geht, ne? Aber da müssten die Bäume hier noch mal weg. Die habe ich jetzt ein bisschen blöd gesetzt, vor kurzem. Aber ja, kriegt man auch hin. So, und da oben sind halt auch noch so Blätter irgendwie, die stören mich. Ich weiß, sie hatte Duckfish irgendwie zur Deko gesetzt, aber es passt jetzt einfach nicht mehr. Es muss einfach mal verschwinden. Ich werde die mal ganz abbauen gerade. So. Die Ranken können ja bleiben, die restlichen. Und was wollte ich jetzt nochmal?
Oh man, wie ich in letzter Zeit immer so Sachen vergesse, die ich machen wollte. Verdammt. So, ah ja, Wasser. Oh. Mann. Ich muss dann immer zurückgehen und sehe das und dann, ja, fällt's mir wieder ein, endlich. So, hier übrigens noch kurz zu. Tief gebaut oder was? Ja, hier der Berg, das könnte eigentlich auch mal weg. Ich weiß gar nicht, warum wir das überhaupt so hatten. Vielleicht irgendwie so, dass man hier das noch so fortführt, aber dann geht's eben so langsam quasi weg vom Zaun. Fände ich besser. So. Okay. Ja, aber wir sind auch schon mal bei 12 Minuten, ne? Klappt man gar nicht. Oder so ungefähr 11, weil ich habe, glaube ich, eine Minute eher angefangen aufzunehmen. Und wir hatten ja auch irgendwie einen zweiten Versuch noch drin, dann. Genau. Aber wie ich höre, du bist sehr beschäftigt. Genau. Du störst ein bisschen. Die Profis müssen hier arbeiten. Na. No. Es gibt ja heutzutage kaum noch Profis. Ich meine, ihr seht's ja an mir. Sind schwer zu finden, die Fachkräfte hier. Oh, Alter. Ich glaube, also der Platz. Oh, da muss ich an die Zukunft fahren. Ach, das ist nicht was. Es ist halt hier eine nervige Arbeit, so dieses ganze Zeug auszutauschen. Und ja, deswegen würde ich das auch mal auf später verschieben. Und verabschiede jetzt mal mich. Wir sehen uns dann also beim nächsten Mal. Schaut bei Dauerzocker 11 vorbei. Ja, ich beende jetzt auch meine Folge. Was nach Ost weiter. Na? No. Okay. So. Aber sonst bin ich dann theoretisch bald fertig. Okay, also, dann. Ja, würde ich sagen, bis später, ne? Jo, ciao. Tschüss.